Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Sind letztes Mal stehen geblieben. Auf dem Weg nach Korvala. Ich lasse mal eben die Katze raus. Ich kam da irgendwie nicht rein wegen Serverüberlastung. Ich würde jetzt mal einen kurzen. Wo bin ich überhaupt? Da oben. Ja, ich würde nochmal eben zurückgehen. Moin Steven, mein Bester, wie geht's dir? Und der Bär ist immer noch so satisfying wie gestern. Das fängt ja super an. Also der Bär ist schwer, ja, aber also, was macht er mit mir? What? I'm not ready yet. Crazy. Aua. Gut geschlafen, Steven. Müde. Na, ja, bei mir geht eigentlich. Ich glaube, ich habe genau perfekt die Zeit abgepasst zwischen den beiden, zwischen der nächsten REM-Phase oder nach der REM-Phase. Ich bin relativ fit. Ich bin relativ fit. Also für die, die es auf YouTube sehen, wir haben gerade 5 Uhr 44. Gestern war ja Freitag, der erste Tag der Beta. Und da ist es... Eigentlich kann ich es vergessen, den am ersten Tag zu spielen. Ich hoffe, dass es am 2. Juni nicht so ist. Weil... Also, ich bin wieder rausgeflogen und hätte dann 120 Minuten in der Warteschlange chillen müssen. Und das sehe ich nicht ein. Jetzt gerade bin ich online gekommen, musste 2 Sekunden warten, also. Und jetzt komme ich... Ey, nein, bitte komm. Okay, gut, ich komme rein. Und bin direkt online gekommen. Also alles easy. Ich muss aber, ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen Zeug sammeln. Ich hatte auch überlegt, mir vielleicht meine Sachen von meinem Barbar rüberzuholen. Dann hätte ich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig krasses Zeug. War gestern im Stream noch so los? Oh, nichts Besonderes. Ich weiß aber nicht, ob die Sachen vom Barbar... Also eigentlich habe ich voll Lust, das mal auszuprobieren. Ich glaube, ich mache das gleich auch für die Wissenschaft, weil ich will wissen, ob ich die Sachen auch einfach rüberholen kann, in meine Truhe packen kann und dann quasi hier ausrüsten kann. Müsste aber eigentlich gehen, weil es bei den alten Diablos auch ging. Ich würde dann jetzt... Na ja. Und dann würde ich das eben mal machen. Wir verlassen. Man kann übrigens, hatte ich ja gestern schon gesagt, jetzt auch mit den Pferden reiten. Das würde ich auch gerne ausprobieren heute. So, kann ich jetzt... Erstmal, also das nicht, aber Schuhe. Wenn ein Gegner mit der Kontrollverluste wecken würde, diese Stufe 17, da steht nichts vom Barbar. Ablegen. Nur Barbar. Ich gucke aber trotzdem, ob ich das alles ein... Also mich würde es interessieren, ob ich es einsetzen kann. Was hier mit den Waffen? Steht auch nichts vom Barbar. Doch, da steht nur Barbar. Ich will es aber ausprobieren. Für die Wissenschaft, Leute. Und wie es aussieht, ist Level 25 auch immer noch Max-Level. Ich würde jetzt gerne auch einmal kurz zu den Pferden gehen, um zu wissen, ob ich mit dem Pferd reiten kann. Auf meinem Max-Level. Begrenzter Zugang. Schreite in der Kampagne voran und schließt Reittier Donans Gefallen ab, Zugang zum Reittier zu erhalten. Okay, habe ich hier noch... Ich meine, ich habe noch 4 Missionen offen. Es ist also möglich. Ist hier irgendwas aufgetaucht? Ich sehe nichts. Ich sehe hier nichts von irgendeinem. Aber was mir auffällt, ist, dass an den Dingern hier kein Haken mehr ist. Wahrscheinlich, wenn da keine Truhe mehr dran ist, dann habe ich das gemacht. Oder gilt das als gemacht?
Nee, hier, ich sehe keine Mission mehr. Aber trotzdem fehlen mir hier noch vier. Na, vielleicht sind die auch in irgendwelchen Dingsbums. Okay, dann gehe ich mal rüber und guck mal, ob ich davon das Zeug einsetzen kann. Ist gestern noch Offline-Welten muss gemacht. Man kann Offline nicht spielen. Soweit ich weiß. Offline vom Stream. Achso. Nein. State your business. Reverend Mother Prava expects me. Open the gates. Not many could bear your sins. Noch mal kurz da reinlaufen, hätte ich mir auch sparen können. She's expecting us. Na, habe ich überhaupt das Zeug in die Truhe gelegt? We go. Good luck. Habe ich in die Truhe gelegt, Steven? Ich bin direkt zum Stallmeister nach. Ich bin aber auch echt. Ich bin noch ein bisschen müde. May as well make myself useful. Come by the ruins, south of here. Jetzt mal kurz hier runter. Truhe. Ich habe sie hier in die Truhe gelegt. Wieso ist hier kein... Also ich gebe auf jeden Fall kurz das Ausrufezeichen hier. Wieso ist hier keine Truhe, Mann? Es muss in jeder scheiß Stadt eine Truhe geben. My husband. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Synchro gut finde? Excellent. Oh, guck mal hier. So, dann kurz zur Hauptstadt. In die Hauptstadt, da gibt es nämlich eine Truhe. Aber ich habe es nicht in die Truhe gelegt, kann mich nicht erinnern. Kannst du ehrlich nicht sagen. Ich glaube, ich bin direkt zu den Pferden gelaufen. Wie so ein Dummer. Ja, ich bin hier nicht hin. Nein, ich bin hier nicht hin. Nope. Nochmal raus. Sorry. Naja, ich bin einfach schnurstracks zu dem Stall gelaufen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Stand da, wenn der Druide Level 15 erreicht? Ah, guck mal, da ist ein aber nur wegen Level, ne? Level, Stufe 17. Und das nur Barbar. Den könnte ich. Den könnte ich auch. Und ich glaube, Schloss ist nur für die Stufe. 13, 15, 20. Oh. 20, 20, 17.
Ach, guck mal, auch die Waffen könnte ich. Zwei Handkolben. Und das Special-Ding kann ich auch wegmachen. 16 und was war das? 14? Okay, guck, und das ist das und das kann ich gar nicht. Kann von eurer Klasse nicht verwendet werden. Okay, perfekt. Dann, 17 Widerstand. Der ist schon richtig krass. Nur 9 Widerstand, aber richtig krasse Reduktion und so. Perfekt. So. Ja, nochmal hier oben hin. Scheiße, hier gibt es nirgendwo. Ich muss unbedingt auf jeden Fall die Karte später mal. Vielleicht mache ich das jetzt schon. Na ne, wir machen die Folge erstmal nur Akt 1 zu Ende bringen. Und dann mache ich die Lilith-Statue und die Nebenmission und so. Ich habe ja 2 Stunden Zeit bis zum Weltenboss. Im Schloss steht auch nur für Barbar. Im Schloss steht auch nur für Barbar. Ja, ja, aber da nur die Fähigkeit. Nur die Fähigkeit. Aber ich kann die Waffe oder das, den Gegenstand an sich nutzen. Ach, come on. Ich will raus aus der Stadt. Also, da muss Blizzard auf jeden Fall noch was machen. Das ist... So kann man nicht spielen später. Ist zwar eine Beta, aber ich will hier raus. Ich lass mich hier raus, bitte. Komm, mach mal, was war das hier? Guck, er kommt auch nicht raus. Good. What else you want? Ich muss auf jeden Fall auch ein bisschen Geld sammeln. Oh yes. So, und hier muss ich jetzt gleich einen Emote machen. Das finde ich echt cool. Level up. Das ist auch sehr cool. Sprecht am Schrein euren Dank aus. Da macht man so, so, danke. Das war's. Gleich zurück. Und Level 10. Hm. Auf Level 10 kann ich auch meine Tränke... Warte, sprech mit Chris. Ja. Kann ich auch meine Tränke. Ich gehe erstmal hier runter, glaube ich. Meine Tränke erhöhen. Ich glaube, das kommt jetzt auch da als Mission. Soll ich mal gerade machen. Und mich ein bisschen mehr heile mit den Tränken. Let's have a... Gegenstand aufwerten. So kann ich das nicht aufwerten? Ist auch egal. Oh, nee, das soll ich ja noch machen. Ich soll was aufwerten. Das kostet die... 6k, nee. Schuhe? 2k, das mache ich. Dann habe ich die Mission fertig. Und hier ist das mit den Tränken, oder? Ja. Sehr gut. Habe ich das? Dann gehe ich mal da unten hin. Da ich auch Veteran spiele, müsste ich eigentlich auch gut leveln. Neue Charakter auch unterschiedlich. Nee. Das ist...
Nee, alle Missionen sind gleich. Die Story ist auch immer gleich. Das macht keinen Unterschied. Das ist, finde ich, echt cool, dass man einfach mit fremden Leuten hier rumlaufen kann und dann kämpfen kann. Ah, guck mal, jetzt habe ich von meinem geilen, von meinem Amulett diesen geilen Effekt. Wo ist denn der Kollege hin, der eben da war? So, Scheiße, ey. Ich sacker Match hier. Wie ist eigentlich der Ton, Steven? Nicht zu laut, ne? Vielleicht ändere ich aber gleich von Veteran weg. Ist mir irgendwie zu schwer. Oder? Ich habe schon die guten Ringe. Ich weiß nicht, was da links dieses pulsierende Zeichen bedeutet, um ehrlich zu sein. Ist das irgendwas hier, was der mir zeigen will? Ich bin Level Up. Das will der mir zeigen. Ups. Ein Level noch, dann kann ich endlich meine Wölfe und so rufen. Heilung. Nee. Ich glaube, ich gehe auf meinen Angriff hier. 25 Schaden anfallen. Was war hier? Grundfertigkeiten erhöhen mehr Geisteskraft. Das ist gut. 10%. Der Schlüpfling.
Ey, ich will ja keine. Was ist hier? Ach, der Holzfäller-Axt. Nee, das mache ich nicht. Ich will ja die Story machen. Ich weiß, dass hier irgendwo auch nochmal ein. Auch nochmal ein. Ich gehe mal von unten durch. Weil ich meine, da ist irgendwo auch nochmal eine. Ist auch nochmal irgendwo. Dorf zum Porten. Mir gefällt der Druide bis jetzt sehr gut. Macht mir sehr viel Spaß. Good deal. Father boys. Macht mir sehr viel Spaß. Ich glaube, wenn ich gleich die Wölfe rufen kann, dann macht es mir noch mehr Spaß. Mehr als die Barbar? Ja. Der Barbar war halt stumpf. Ich habe nur Grundfertigkeiten gemacht und meine Schreie. Ich war noch nie so der Barbar-Fan. Du machst halt nur stumpf deine normalen Fähigkeiten und schreist die ganze Zeit. Das ist irgendwie nicht so spaßig. Aber hier mit der Verwandlung und du hast Gefährten und auch eine Attacke, die AOE-Damage macht, die du einsetzen kannst. Also wo man richtig, richtig Variety mal hat. Das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Ich meine, hier ist eine Lilith-Statue. Ich gehe mal kurz den Umweg dahin. Ey, Ghule geben ja gar keine Erfahrung. Sieht's mit euch aus? Schon mehr. Das ist ein Gegner, ich denke die ganze Zeit, der kämpft mit mir. Toll. Okay, kommt fürs Level up. Mach ich euch auch noch. Ey, wer schießt da? Oh Mann, ich bin so froh, wenn ich nicht mehr im Akt 1 bin. Diese Eiskacke hier geht mir so auf den Piss. Level up. Lilith. So, und jetzt kommen die Hündchen. Guck mal, ich habe 2 Hunde. Warte, wenn ich die level, gibt es da noch mehr Hunde? Schwört 2 Wölfe. Gegner. Schiffer erzählt halt nur 3 Sekunden lang zu viel Angeschwindigkeit. Ich glaube, ich gehe auf die Crits. Und dann gibt es noch den Falken. Allein, guck mal, ich habe 2 Wölfe, die mich verfolgen. Richtig cool. Und die kann ich bestimmt auch mit dem richtigen Item noch buffen und so. Das fand ich bei Diablo 3 so cool bei dem Dämonenjäger. Der hat ja auch ganz viele Tiere dabei gehabt. Geh mal kurz hier rein, ob hier was ist, wegen Port.
Oh oh. Also hier will ich auf jeden Fall noch nicht rein. Malnok. Schwierig. Aber ich habe keinen Schlüssel. Ich dachte, die sind auch charakterübergreifend. Schade. Man kann sich für 20 so Spezialmünzen Schlüssel kaufen. Man sollte auch immer einen dabei haben, weil diese Truhen haben immer was Geiles drin. Okay, dann laufen wir mal hier hin. Ich meine, hier war auch immer ein, war hier nicht auch immer eine Lilith-Statue? Ich guck mal kurz da hoch. Muss doch nicht überall suchen. Nee. Dachte ich. Na, egal, komm. Mach ich am Ende, wenn ich Akt 1 durch habe. Das ist meine Hassmission. Jetzt muss ich mich am Schrein so ein Ding holen und das an 4 Schreien ablegen. Und an jedem Schrein ist ein starker Gegner, mag ich nicht. Fällt mir nicht. Vor allem, wenn ich falsch laufe. Ja, der Druide ist ein bisschen lahmer. Das ist das Einzige, was mich aktuell ein bisschen nervt. Muss ich das da vorne hinbringen und da vorne ist halt ein Gegner, das ist echt, naja. Ist er schon. Vor allem, wenn das so ein flinker Scheißkerl ist, der nur dumm rumläuft. Ey, der Druid ist echt arschlangsam, ey. Und die ganze Zeit diese Schießdinger mit dem Eis, das war doch. Letzte Woche nicht so. Jetzt daran, weil ich auch Veteran spiele. Nervt ein bisschen. Nervt arg. Ich mach mal eben meine Anzeige da unten voll. Damit ich beim Boss direkt dreimal ballern kann. Ja.
Warum bin ich froh, wenn ich eine andere Attacke habe? Eine andere Attacke? Eine andere Waffe. Ah, Waffe erst auf Level 20 oder so, ne? Die ich hab. Vielleicht sollte ich doch ein paar Nebenmissionen machen. Um ein bisschen zu leveln. Ich überlege, ob ich vielleicht doch wirklich die Schwierigkeit runterstelle. Wenn ich nur die Story mal eben durchspielen will. Bis auf das Schwere ist, hat man halt echt keine Vorteile. Also der Attacke sollte ich auf jeden Fall ausweichen. Alter, was macht der für Schaden? Oh, wie knapp der Tod war, Mann! Gibt's hier eigentlich noch Qual? Okay. Das bringt mir nichts. Was gibt das hier? So, Monster geht zurück, mit Geld fallen. Wow. An. Das muss ich sagen, war beim Barbar besser. Der Barbar war echt unbesiegbar. Ich bin, glaube ich, nicht einmal gestorben. Na, wo bin ich denn jetzt? Sag mir nicht, ich musste komplette. Oh, ich hasse mich. Wird eine lange Folge. Der braucht, ich hoffe, ich muss gleich mal die Fähigkeiten auch durchgucken. Ich brauche irgendeine Fähigkeit, womit ich mich mal ein bisschen schneller bewegen kann.
Der ist echt arschlangsam. Ich habe das Gefühl, mit dem Ding umrückt mich noch langsamer. Das wäre viel einfacher. Moin, Skoppel. Moin, moin, moin. Doch gesagt, dass ich heute früh anfange. Bin auch ein paar Minuten vor dem Wecker aufgewacht. Ist manchmal verrückt, oder? Stellst dir den Wecker und wachst eine Minute vor dem Wecker auf. Wie krass unser Körper das einfach auch selber regulieren kann. So, jetzt komm ran hier. Also die eine Attacke will ich mich trotzdem nicht treffen lassen. Oh, Junge. Von diesen Dingen muss ich noch sammeln, ja. So, jetzt letzter Schrein. Jetzt sind wir da, wo ich vor 10 Minuten ungefähr war.
Jetzt kommen wir zum Engel. Alabasterkloster. Kneel before him and remember, you are small, wonderfully small. Inarius. Ich hätte mal eigentlich in meine Kiste gucken sollen, ob ich jetzt was... Oh, Level 11 wahrscheinlich nicht. Ich glaube, eine Sache kann ich ab Level 13, habe ich gesehen, einsetzen. Könnte ich auch mal eben nach der Holzfäller-Axt suchen, wenn ich schon mal hier bin. Actually. Das sind viele Skelette. Ich meine, hier ist irgendwo so ein starker Gegner, der die hat. Was? In dem roten? Glaub nicht. Der, ne? Ne, Kopf. Ist aber auch eine Mission. Ah ne, das war's sogar. Cool. SEOP. Ja, aber ich habe bis eben noch auf Veteran 2 gespielt, das heißt eine Schwierigkeitsstufe höher. Da bin ich eben dreimal abgekackt bei einem Gegner. Weil die so viel Schaden machen, weil meine Def halt noch so scheiße ist. Let our faith be our armor against the encroaching darkness. Ah, you've returned. Come, let us speak inside, out of the cold. Bär mit dicken Fell. Yet you stay. Level up. Kurz gucken bei den... Ich mach glaube ich erstmal den Vogel, oder?
Ruhig. Ich glaube, ich mache erstmal den Vogel, ja. Dann habe ich den auch schon mal. Level 12. Mann, wenn ich jetzt hier eine Truhe hätte, würde ich mal reingucken. Aber extra in die Hauptstadt für die Kacktruhe? Kein Bock. Aber eigentlich könnte ich auch das Level 13-Ding direkt mitnehmen. Mann, das ist nervig. Dass es nur da eine Truhe gibt. Wieso? Der hat nichts ab 13? Kann ich schwören. Da. Okay, 13 und 14 kommt was Neues. Gut. Merke ich mir. Ach, Steven. Hast du meine Insta-Story gesehen mit dem N64-Controller, der wieder verfügbar ist bei Nintendo? Ey, und ich meine, hier sind auch Lilith-Statuen. Oh mein Gott, ich weiß das alles nicht mehr. Das mache ich aber, wie gesagt, nach dem Akt. Kein Bock, jetzt eine halbe Stunde die ganzen Lilith-Statuen abzulaufen. Vor allem, wenn ich so langsam bin. Nee, doch nicht. Wieso? Mach mal. Ist vielleicht auch interessant für dich. Sammelsüchtige Freundin. Ich habe 4 Stück bestellt. 4 Stück kannst du maximal bestellen. Würde ich dir auch raten. Ich hatte letztes Jahr, als sie rauskam, 3 Stück bestellt. Einen habe ich graden lassen und 2 verkauft. Und ich habe die jeweils für mehr als das Doppelte verkauft. Weil die halt echt schnell wieder ausverkauft sind, dann kriegst du die nicht mehr. Würde ich dir also auch raten. Wenn du 200 Euro hast, hol 4 Stück.
Oh, bitte ein guter Schrein. Artillerieschrein. Oh ja. Schneller. Mann. Wo ist der richtige Weg? Hä? Toll, vorbei. Gut, gerade ist schon wieder raus. Wie, schon wieder raus? Schon wieder ausverkauft? Artikel ist die Vorräte, krass. Kannst du mal sehen, wie schnell die wieder vergriffen sind. Ich habe die Meldung gestern Abend gesehen und sofort bestellt. You're stuck in an illusion created by... Relax. Ness ist drin. Ja, der interessiert mich nicht so. Der Super Nintendo würde mich noch interessieren, aber... Ness nicht. Ich glaube, Ness ist sowieso immer drin. Discord zu spammen. Ich hab's getwittert, ich hab eine Story erstellt. Aber ja, mach ich. Finally, the Horadric Vault. Sealed shut. What of the passage over there? Hallo. Moin, Nico. Wie geht's? Ich bin noch weg. Alles bestens, freut mich. Let's keep on. I wish Mother was here. Langes Wochenende genießen. So muss es sein. Chest beats shut.
Montag frei. Nein, verfehlt. Na, wo ist sie? Oh man, Crit. Ah, so ein. Ey! Nein, 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 nicht wieder das. Macht ihr das aber nur noch? Ich hab'n Spam. I was a demon guarding that book. I should take this back to Norell. Auch ganz schön lang mit denen, ne? Da war der Barbar auf jeden Fall. Also 1v1 ist Barbar viel stärker.
mein Tag gestern. Bis auf, dass das Game nach einer halben Stunde wieder abgekackt ist, alles gut. Anstrengend. Weil so 10 Stunden Stream ist schon auch echt hart. Aber sonst gut. Spielst du heute noch Mario Kart? Nope. Ich spiele bis Dienstag nur Diablo. Diablo. Gleich Level up. Moin Jojo. I must wait a moment. Of the ritual was difficult to understand and the notes weren't much better. Vom Akt 1 gleich durch, muss noch den See überqueren, dann einen Dungeon und dann noch gegen den Boss kämpfen. Und dann geht's rein ins Sammelfieber und leveln. Looten und leveln. Und mit die ganzen Nebenmissionen und um 8 Uhr der Weltenboss. Wie viel Warteschlange ist an? Also meine erste Warteschlange um 20 vor 5 war 18 Minuten und ich bin perfekt reingekommen, ein paar Minuten vor 5. Da bin ich nach einer halben Stunde oder so wieder rausgeflogen, aber nach einer Stunde und hätte über 120 Minuten warten müssen. Das habe ich nicht gemacht. Oh, ich bin ganz knapp Level up. Ich hoffe, hier kommt nochmal ein Gegner, aber ich meine schon. Ja, hier kommt nochmal ein Gegner. You are the last visitor to my sanctum. Though you come to me. So. Acht Schaden und 40 Schaden. Passiver Schaden. Passiver Schaden 9. Kritische Schaden. Die vom Regal umtreffen. Man greift nach dem Gegner an. Hier, das ist gut. Hm. Und ich kann den einsetzen. Let's go. Ja, und als die 120 Minuten Warteschlange war, bin ich offline gegangen. Weil das sehe ich nicht ein, zwei Stunden zu warten. Ich bin heute Morgen online gekommen, musste 0 Minuten warten. Wenn du jetzt online gehst, Jojo, musst du auch nicht warten. Bin ich zurückgelaufen? Ich bin auch echt. Bin ich gerade echt zurückgelaufen? Ich bin echt zurückgelaufen, lol. Bin drin. Geil.
Ich bin jetzt mit der Story fertig. Ich weiß nicht, wie weit du bist. Danach könnten wir dann ein bisschen looten und leveln gehen. Ich hab nix, wie du hast nix. Tutorial. Kommt drauf an, ob du die Story anguckst oder nicht. Wenn es skippst, 3 Minuten. Wenn es nicht skippst. Ach ja, die scheiß Tumore. Boah, das ist nervig. Wenn es nicht skippst, 1/2 Stunde. Halbe Stunde bis Stunde. Muss den Epilog noch spielen. Meine Standardangriffe sind echt scheiße. Aber umso besser ist halt mein Schlag auf den Boden, ne? Komme ich jetzt hier hoch? Yes. Ey, wie die Attacke einfach 400 Schaden macht und mein normaler Angriff 20. Wo ist denn das Verhältnis? Barbar spielen. Barbar war schon cool, aber Druid macht noch mehr Spaß. Oh.
Und Totenbeschwörer versuche ich dann morgen zu spielen. Boss time. Outsider. Beyond this chamber, there's nothing but death and mourning. How fitting shall be your grave. Of spirits. Man weiß, wie man gegen den spielt, ist echt easy. Sein Gift auf dem Boden ist übel nervig. Mann. Diese scheiß Wellen auch. Habe ich nicht. Gleich ist das soweit. Ja! Das war Akt 1, Leute. Das, meine lieben Freunde, war Akt 1. Sogar genau der, den ich auch hab. Kein Level Up. Also eigentlich kommt hier nichts mehr. Für mich nicht, oder? Eigentlich muss es gewesen sein. Oder kämpfe ich jetzt nochmal? Is that him? Is that Rathma? Sprich mit Nerelle.
Ja. Frage ist, laufe ich raus? Ah ja, auf jeden Fall. Da muss ich hin. Ah, man spricht doch mit Meirellen, dann war es das. Nicht so krass, das Video am Anfang dauert Jahre. Ey, genießt das Video am Anfang. Erstens dauert es nur 5 Minuten und zweitens ist es übel gut. Übel gut. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, als ich mein Let's Play aufgenommen hatte. Schnell verkaufen. Good. What else you want? Den werde ich zerstören. Den kann ich gar nicht zerstören. Boah, meine Arme sind ja so schlecht. Das wäre das echte Schauspieler. Krass, oder? Finde ich so krass. Das sieht um Pokémon. Oh ja. Ich glaube, den Fehler darf man nicht machen, dass wir Pokémon vergleichen. Guck mal, Level 13, Akt 1 abgeschlossen, wenn du gar keine Nebenmission machst. Das war Akt 1, Leute. Und weiter geht's am 6.6. bzw. am 2.6. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like auf dem Video lassen und ich würde mich sehr über ein Follow freuen. Ich werde auch noch den Totenbeschwörer vorstellen und auch die Weltenbosse. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein. Pokémon besser? Bist du besoffen?